Hallo. Hi. Jetzt haben wir ein paar Tage nicht von uns hören lassen. Und seitdem wir unser Auto haben, haben wir jetzt einen kleinen Roadtrip gemacht. Da wollten wir euch jetzt mal auf dem Laufenden halten. Also gerade im Moment sind wir kurz vor Lennox Head. Ja. Und die letzten Tage sind wir von Coffs Harbour sind wir losgefahren. Sind erst nach Ballingen. Von Ballingen sind wir weiter nach Dorrigo. Dorrigo. Da sind wir dann 2 Tage geblieben. Da gibt es so Natural Reserve, Regenwald und also, ja, war zu nicht richtiger Campingplatz. Also ich habe halt Toilette. Ja, und wir haben halt schwarz einfach so übernachtet bei so, wo es Toilette und Barbecue und hat, und das war es auch schon. Na gut. Und danach sind wir jetzt wieder zurück nach Coffs Harbour kurz gefahren. Weil wir da eigentlich nochmal die Lorraine besuchen wollten. Das müssen wir später nochmal machen. Ich hatte meine Mütze bei ihr vergessen und es war nicht so weit weg. Und dann dachte ich, ja, komm, gehen wir nochmal kurz vorbei. Aber sie war dann arbeiten. Ja. Die war auch nicht bei ihr. Mal gucken, ob sie noch auftaucht. Ja. Ansonsten muss ich doch meine Haare schneiden bald. Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir dann von Coffs Harbour jetzt weitergefahren. Gestern. Dann waren wir bis Grafton. Und dann so kurz hinter Grafton haben wir jetzt nochmal übernachtet. Und jetzt auf einer Autobahn-Raststätte war das. Mhm. Aber da haben wir eher übernachtet. Wir waren nicht allein. Das war okay. Ja, und dann sind wir heute jetzt kurz vor Lennox Head und das ist nicht mehr weit weg von Byron Bay, also nur noch 30 Kilometer. Und jetzt wollen wir heute eigentlich mal, wenn ich 2 Tage bleiben mag, dann ist gestern nochmal was passiert. Mhm. Also man muss dazu erzählen, also gestern war es so ein Tag, da ich war irgendwie total kaputt, also ich hatte Kopfschmerzen und war richtig gerädert, also irgendwas hat mich so irgendwie erwischt oder so. Und dann waren wir schon am Platz und dachten, sollen wir hier schlafen, weil mir ging es nicht mehr so gut, wir wollen nämlich so viel fahren. Und dachte, dann fahren wir noch ein Stück weiter. Und dann, genau in dem Moment, hat das Sicherheitsgurt, konnten wir nicht mehr rausziehen. Von der Beifahrerseite, das Sicherheitsgurt hat nicht mehr... Ja, auf jeden Fall, das war ein riesen Scheiß. Ja. Und jetzt, dann habe ich ja halbes Auto. Also das Problem war ja eigentlich ist es an sich nicht so schwierig, das auszubauen, aber... Wir hatten halt natürlich null Werkzeug, nicht mal einen Schraubenzieher, gar nichts. Dann mussten wir uns wenigstens mal einen Schraubenzieher ausleihen von der Wirtschaft. Ja. Und die hatten halt einen viel zu großen und ja, auf jeden Fall. Es hat funktioniert. Wir haben es gerichtet. Lange haben wir es halt selber repariert. Das ja. Ist schön hier, ha? Sehr schön. Life is too short to be trying to play some games. I'll take some time and think about if it's really worth losing me. Life is too short to be trying to play some games. I'll take some time and think about if it's really worth losing me.